Hallo und willkommen zurück bei einer weiteren Runde Bleach Brave Souls. Heute haben wir mal ein etwas anderes Video. Heute haben wir mehr, ich sag mal, ein Info-Video, wo ich jetzt vielleicht ein bisschen Gameplay oder sonst was im Hintergrund laufen lasse und euch ein paar Bilder nebenbei einblenden lasse, damit ihr so ein bisschen versteht, worüber ich genau rede. Denn es gab nämlich eine recht dicke Info, die jetzt vom Entwickler Caleb über den Caleb GameStation Stream veröffentlicht oder bekannt gegeben worden ist. Es geht nämlich um das kommende Update 4.5. Da war vor geraumer Zeit ja schon mal eine News im Spiel, dass man damit dann das Höchstlevel erhöhen wird von Level 150 auf Level 200. Und dazu wurden jetzt mal so ein paar Details rausgegeben. Was ist dafür notwendig? Was hat man davon? Wie wird das Ganze unterm Strich dann wahrscheinlich aussehen? Und da dachte ich mir, das gucken wir uns doch einfach nochmal zusammen an. Wenn ihr euch den Stream davon ansehen möchtet, weil es sind so gesehen zwei Streams, einmal ein japanischer, einmal halt ein englischer, die Links dazu, die mache ich nochmal in der Beschreibung mit rein, dann könnt ihr euch das Ganze auch bitlich sofern direkt nochmal mit anschauen. Wir machen jetzt aber hier einfach, wie gesagt, mal kurzen Überblick. So, 4.5, wann soll das Ganze erstmal rauskommen? Also jetzt wurde im englischen Stream wurde denn gesagt, das soll potenziell sogar schon nächste Woche da sein, es konnte aber nicht so versprochen werden. Erfahrungsgemäß sind die Updates eigentlich mal so Mitte und Ende des Monats, ähnlich wie halt die großen Grachas, die sie mit dazu machen. Wenn sie es nächste Woche schaffen, natürlich schick, vermutlich nicht in den Raum stellen würde, wäre aber tatsächlich eher, dass wir das Ganze übernächste Woche haben werden, weil es so der gewöhnliche Tenor ist, wie die Updates in dem Spiel bisher veröffentlicht werden. Immer Mitte, Ende des Monats. Würde mich jetzt ein bisschen wundern, wenn es anders wäre. Aber wollen wir uns nicht beschweren. Wenn es eine Woche früher da ist, ist eine Woche früher da, haben wir mehr Zeit, die Charaktere zu leveln. Was dann passieren wird, ist, man kann, wie gesagt, Charaktere auf Level 200 bringen. Man bräuchte dafür einen 6-Sterne-Charakter, der schon Level 150 ist. Und zusätzlich auch schon den kompletten Soul Tree auf 100% ausgebaut hat. Also ihr müsst im Grunde den Charakter so fertig haben, wie ihr den Charakter fertig haben könnt. Um das Ganze dann auf Level 200 zu bringen, müsst ihr den quasi nochmal awakenen. Ähnlich wie ihr das Ganze auch schon gemacht habt, um aus 5-Sterne-Charakter einen 6-Sterne-Charakter zu machen. Beim normalen, kennt ihr ja, brauchen wir 3 Hogyukyus. Was wir für das Neue brauchen werden, ist ein neues Item, das nennt sich Hogyukyus Will. Dürftet ihr jetzt wahrscheinlich auch nochmal ein Bild von mir gerade sehen, wie das Ganze aussehen soll. Das werden wir auch gleich zur Veröffentlichung des Patches, soll wohl jeder Spieler gleich 3 von den Dingern bekommen. Die sind auch entsprechend 3 notwendig, damit ihr einen Charakter halt, wie gesagt, von 150 auf 200 bringen könnt. Einzige Ausnahme sind halt Gratis-Charaktere, wie jetzt zum Beispiel die Frenzy-Charaktere, die wir bekommen, oder Sachen, die ihr über PvP bekommen habt. Die werden nach wie vor 5 Hogyukyus oder Hogyukyus Will bekommen oder benötigen, damit ihr die dann updaten könnt. So, alles, was da im Grunde jetzt dazu kommt, ist nicht so ein großes Update wie von 5 Sterne zu 6 Sterne. Im Grunde, euer Soul Tree wird unten einfach um eine weitere Spalte erweitert, wo ihr einfach nur neue Level Notes mit reinbekommt. Damit ihr die ausbauen könnt, braucht ihr auch wieder neues Material. Das sind sogenannte Droplets, ähnlich wie Crystals, Jewels, das, was ihr ansonsten auch immer genutzt habt, um das Ganze zu upgraden. Es wurde nichts gesagt, dass man irgendwie Raid-Charaktere bräuchte, was das Ganze vielleicht schon wieder ein bisschen angenehmer macht, dass man halt nicht zwangsweise in Koop x-tausend Sachen farmen muss, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu. Und ja, dann geht's weiter wie gewohnt. Ihr braucht so und so viele Droplets, um den ersten Level-Node auszubauen, dann so und so für den zweiten, etc., etc. Dann habt ihr die einfach alle einmal durchgeskillt und könnt dann von Level 150 auf Level 200 hochleveln. Sieht so aus, als kommen, wie gesagt, keine Skills dazu. Also so ein bisschen die Hoffnung, die halt im Raum war, dass ältere, deutlich schwächere Charaktere, da kommt halt Gin, kommt mir da gerade so in den Sinn, der irgendwie nur 3 Skills hat und auch noch recht schwache dazu. War so ein bisschen die Hoffnung, die werden vielleicht ein bisschen geupdatet, kriegen ein paar neue Skills dazu, das Ganze wird ein bisschen brauchbarer, scheint nicht der Fall zu sein. Hier reden wir tatsächlich nur über Statuswerte. Die werden aber doch schon deutlich hoch gepusht. Also dürft da nicht vergessen, es sind 50 Level, die da extra mit dazukommen, entsprechend regnet das natürlich nochmal Statuswerte ohne Ende. Heißt, ältere Charaktere werden, naja, dadurch, dass halt höhere Zahlen Schichtwerk fahren, werden sie schon besser. Es ist halt die Frage, wie brauchbar die dann unterm Strich wirklich sein werden. Das muss man dann nochmal einzeln testen. Aber die Charaktere, die ohnehin schon recht krass waren, sowas wie Ichigo, Kenpachi, sonst wer alles, die dürften dann noch etwas mehr eskalieren. Es gab ein Bild, ich versuche mal, ob ich das gleich hier so mit reinkriege, von einem Ichigo, den haben sie schon gezeigt, aktuell Fullbring Ichigo.
der auf Level 200 war und der hat dann eine satte Anzahl von 700 noch was SP war das? 746, wenn ich mich richtig erinnere, durfte der gehabt haben. Und da dürfen wir nicht vergessen, er hat Frenzy. Halt, jeder von seinen Special Attacks macht ohnehin schon mal zweifach Schaden. Das wird ein bisschen wehtun. Bisschen sehr wehtun. Also PvP wird echt nicht mehr lustig dann. Aber gucken wir auch mal, wie das Ganze aussieht. Wo kriegen wir das ganze Zeug überhaupt her? So, OQQ's Will wurde, wie gesagt, 3 kriegt man zum Release. Es soll mehrere Wege geben, wie man an die ganzen dann rankommt. Soll über die Wochenmissionen sollen die wohl dazukommen. Die sollen nicht das ursprüngliche OQQ, was wir gerade haben, wenn wir die Wochenquest abschließen, rausnehmen, sondern das soll zusätzlich mit eingeführt werden. Ansonsten soll es das wohl auch über PvP-Belohnungen geben oder über Raid-Drops. Wenn wir beim Thema sind, Raid wird man wahrscheinlich doch irgendwie machen müssen. Jetzt die Frage, ist da nur der Extrem-Raid gemeint, der jetzt scheinbar irgendwie einmal im Monat ist, oder sind es wird jetzt einfach überall mit rangehangen? Du hast halt eine Chance, dass so ein Ding droppt. Kann ja wohl sein. Droplets ist ein bisschen andere Geschichte, weil da haben sie eigentlich nicht so wirklich gesagt, wo man die herkriegen soll. Also das Einzige, was gesagt worden ist, ja, du kriegst halt auch in Raids, so wie ihr jetzt auch Crystals und Jewels kriegt. Ich mir aber denke, ja, aber ich fange doch jetzt nicht irgendwie so ein Yakuya, Ulkyoro oder sonstes Raid an, weil ich da Crystals farmen möchte. Oder Jewels oder sonst was. Dafür habe ich meine Crystal und Jewel Grounds. Es wurde halt nicht gesagt, ob es für die Droplets auch wieder genau sowas geben wird. Ich vermute mal am Ende des Tages, es wird irgendwie so in die Richtung gehen, dass wir genau sowas dazu kriegen, weil die gibt es ja nicht umsonst, die beiden Dinger. Stellt euch mal vor, wir müssten jetzt für jedes Mal, dass wir einen Charakter neu leveln würden, extra komplett Koop, komplett durchfahren müssen, nur um diese Dinger zu bekommen. Das wäre ein Albtraum. Das wäre... Also das Spiel ist ja jetzt schon relativ grindy, würde ich mal sagen, im Sinne von, dass man viel sammeln und noch recht lange arbeiten muss, um sein Zeug so zusammenzukriegen. Aber wenn das Status Quo wird, oh Gott. Aber erneut, ich glaube nicht, dass das passieren wird. Ich vermute mal, wir werden auch so eine Level-Mission, so eine Sammelmission dafür kriegen, ähnlich wie wir es jetzt schon haben. Interessant wird dann halt, ob die Crystal und die Jewel Links, ob die dafür ebenso funktionieren, wie das, was wir jetzt halt gerade schon haben. Aber da werden wir noch ein bisschen abwarten müssen, bis wir da weitere Infos haben. So, ja, das ist im Grunde, wo wir das Zeug herkriegen. Eine Sache, die halt so dazu kommt, haben jetzt recht viele spekuliert, dass, hey, wir haben ein neues Max-Level von Level 150 auf 200. Kriegen wir dann nicht auch neue Orbs? Wenn ein Charakter auf Level 150 bringt oder wenn er noch 100 bringt als 5 Sterne, dann kriegt ihr immer eure 50, 75 Orbs dazu. Nee, ist nicht. Hat man direkt gesagt. Level 200 kriegst du keine Orbs als Belohnung. Du kriegst einen zusätzlichen Hokyukyus Will wieder zurück. Also unterm Strich hat man dann halt 2 pro Charakter ausgegeben, weil 3 steckt man rein zum Entwickeln, levelt einmal durch, kriegt einen wieder zurück. Und das wurde damit wohl begründet, dass die Entwickler gesagt haben, ja, wir möchten eher anstoßen, dass du dann schneller zum nächsten Charakter kommst und halt direkt mit dem nächsten weitermachen kannst. Okay, also gehen wir mal davon aus, wir kriegen jetzt jede Woche ein so ein Ding. Lass ich einfach mal dahingestellt, alle anderen Optionen, PvP und sonst was, wir kriegen jede Woche ein so ein Ding durch die wöchentliche Mission. Ja, würde so erstmal länger dauern, bis wir mehrere Charaktere ausgebaut kriegen, ja, aber das ist auch nur so ein Ding, das hat man halt in der Anfangsphase, weil es wird ja... Wurde ja offiziell schon gesagt. Es wird ja massenweise Optionen anscheinend geben, wie man da rankommt. Wenn ich jetzt so meine, ich sag mal, 3, 4, 5 Charaktere habe, die ich halt generell für die Mission mitnehme und die sind dann schon durch, werde ich die anderen Charaktere so angucken und mir denken, ja, ist schön, dass ich die jetzt vielleicht ein bisschen schneller machen kann, aber Orbs wären mir schon lieber. Weil machen wir uns nichts vor, Großteil der Sachen, die man im Spiel macht, sind nun mal Sachen, um Orbs am Ende des Tages zu farmen, damit man sich wieder neue Charaktere holen kann und sonst was alles. Persönlich bin ich da ein bisschen enttäuscht, was das angeht. Ich hätte tatsächlich deutlich lieber gehabt, dass wir Orbs haben. Muss man mal schauen, wie das am Ende des Tages dann aussieht. Nachteil, den man halt hat, dadurch, dass das Ganze halt auch extrem aufwendig ist, Charaktere wieder von 150 auf 200 zu bringen und halt keine Skills oder so irgendwie dazukommen, um ältere Charaktere zu verbessern. Lohnt sich das überhaupt?
Muss ich mal ganz nüchtern fragen. Also wenn man jetzt nicht explizit den einen Charakter hat, den man einfach selbst aus persönlicher Präferenz, den einfach sehr gerne spielt, einfach sagt, ich habe Tag Team Seuphon, spiele ich unglaublich gerne, ist ein guter Charakter in meinem Fall. Das ist jetzt auch ein bisschen Vorteil. Aber wenn man halt einen älteren Charakter hat, wo man sagt, der ist heute, den brauchst du eigentlich nicht mehr. Den setzt du als Link irgendwo rein und das war's. Und dem kannst du jetzt halt ein bisschen Stats dazugeben. Dann wäre das vielleicht halt noch okay, wenn man selber sagt, man möchte das. Aber jetzt sammelt man im Laufe der Zeit halt auch massenweise Charaktere an, die will man jetzt nicht so unbedingt spielen. Die hat man einfach nur dafür da, weil es halt ein Link ist, weil man halt, nennen wir mal, Link-Equipment braucht, muss man einfach so zu nennen. Sehe ich keinen Grund, die auch nur irgendwie zu entwickeln, Zeit oder Ressourcen da reinzustecken. Weiß ich nicht, wirkt für mich wie eine große Zeitverschwendung. Also wenn da jetzt nicht noch so ein bisschen mehr Anreiz, so ein bisschen mehr Pep mit dazukommt, werden, glaube ich, mal so 90% meiner Charaktere einfach links liegen bleiben. Die 10%, die ich halt gut finde oder die halt wirklich sehr gut sind, schlichtweg, die werde ich natürlich upgraden, klar. Aber der Rest, nö, irgendwie nicht so wirklich. Sehe ich für mich persönlich keinen Anreiz. Sehen andere vielleicht anders. Keine Ahnung. Sagt mir mal, wie findet ihr das? Sagt ihr, hättet ihr auch lieber Orbs gehabt? Findet ihr das okay, dass man halt nur in Anführungszeichen einen so ein Höhenkyus-Bild zurückkriegt, damit man halt wohl direkt wieder weitermachen kann? Hättet ihr das, würdet ihr euch das gerne so machen, dass ihr einfach alle Charaktere dann direkt auf Level 200 bringen könnt? Naja, direkt ist ein bisschen salopp gesagt, das wird ja schon seine Weile dauern, aber ich denke, ihr versteht, was ich meine. Und was für Charaktere nehmt ihr denn da? Gehen wir mal davon aus, jetzt Patch 4.5 ist jetzt da. Was ist der erste Charakter, auf den ihr euch so stürzen würdet, um zu sagen, hey, den will ich gleich mal als allererstes haben? Für mich, ich bin da so ein Typ, ich gehe da tatsächlich eher erstmal nach Power als nach Belieben, weil ich habe ja gerade gesagt, Tag Team Seuphon mag ich zum Beispiel sehr. Die würde ich da erstmal liegen lassen. Ich glaube, ich würde erstmal Richtung Kenpachi, Dangai, Tsukishima und so gucken. Ich meine, ich mag Tsukishima auch tatsächlich sehr, was Moveset und so angeht. Aber das wäre, glaube ich, eher so die Richtung. Ich würde eigentlich logisch rangehen, ich würde einfach sagen, nimm einfach den stärksten Charakter, den du hast, weil der kann halt alle Missionen, die du irgendwie spielst, dann deutlich schneller abschließen und zieht halt alle anderen Charaktere, die du im Hintergrund noch dazu hast, dann nochmal mit. Vielleicht macht es jetzt ja sogar mal Sinn, das wäre sogar mal eine Idee, XP-Bücher auszubauen. Jetzt haben wir ja gerade mit dem letzten Accessory-Update XP-Buch das ganz neue da bekommen. Vielleicht macht es ja tatsächlich jetzt Sinn zu sagen, ich baue diese Dinger komplett aus, nur um diesen dicken Batzen XP, die man jetzt sammeln muss, um Charakter aufzuleveln, einfach nochmal deutlich zu verkleinern, das Ganze deutlich zu beschleunigen. Müssten wir uns mal tatsächlich überraschen lassen. Also so gerade so die letzten 4, 5 Level dauern ja schon ihr Stücke. Mal schauen, wie das Ganze aussieht, wenn man das bis 200 bringen müsste. Ja, schreibt mir doch mal, was sagt ihr zu dem Ganzen? Was wäre euer erster Charakter? Hättet ihr lieber Orbs gesehen? Seid ihr okay mit den Hokuyu-Builds? Oder sagt ihr einfach so: Ja, ich mache da meine drei Charaktere, mit denen ich spiele, und dann reicht mir das Ganze auch, weil so viel Grinden brauche ich mir dann gar nicht mehr geben. Wäre auch mal hier wieder für mich ganz interessant. War jetzt ein bisschen anderes Videoformat, wie gesagt. Sagt mir auch mal, wie das Ganze so für euch angekommen ist. Hättet da gerne mal, wenn wir so ein bisschen über News sprechen, was jetzt so gerade frisch rausgekommen ist oder rauskommen wird, in dem Fall sogar. Gebt mir mal ein bisschen Feedback. Seht ihr lieber einfach direkt Gameplay oder reichen euch hier, Anführungszeichen, so eine Standbildparade, wie wir es gerade machen. Und ja, dann sehen wir uns auch wieder beim nächsten Mal. Ciao.